Hallo, heute kommt der große BB-Cream-Vergleich. Ich habe ja schon mehrere Videos gemacht über BB-Creams, aber jetzt kommen einfach alle nochmal in diesem Video geballt. Es ist auch eine neue dabei, die ich bis jetzt noch gar nicht gezeigt habe, aber dazu später mehr. Wir fangen jetzt einmal an. Die erste ist die Essence BB Cream. Ich habe sie jetzt in der Nummer 02 Natural und sie kommt mit Lichtschutzfaktor 30, was ich schon mal wirklich sehr gut finde. Das ist auch neben der Catrice die einzige, die wirklich Lichtschutzfaktor 30 hat. Die anderen haben sehr viel weniger. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Von der Konsistenz her ist sie flüssig. Sie ist aber nicht extrem flüssig. Man kann es trotzdem sehr gut verteilen. Das ist kein Problem. Das kleine bisschen Problem, was ich damit habe, ist die Deckkraft. Die reicht mir nicht so ganz aus. Also ich mag das gerne noch ein Ticken mehr und das macht sie nicht. Was sie aber macht, ist ein ebenmäßiges Hautbild. Also das schafft sie wirklich. Das sieht wirklich gut aus, aber man sieht halt noch die Haut durchscheinen. Und es gibt ja Mädels, die das gerne mögen. Also wenn du dazu gehörst, dann ist sie auf jeden Fall was für dich. Und für mich wahrscheinlich jetzt im Sommer auch, weil sie eben leicht ist und da braucht man auch nicht so viel Deckkraft. Also von daher kann ich die hier auf jeden Fall wirklich empfehlen. Die nächste ist die Catrice BB Cream. Die kommt auch mit Lichtschutzfaktor 30 und ich habe sie jetzt in der Farbe 030 Nude Beige. Von der Konsistenz her ist sie dickflüssiger als die von Essence, aber auch überhaupt kein Problem, sie trotzdem sehr ebenmäßig auf der Haut zu verteilen. Und ich finde, die Deckkraft ist auch wirklich gut. Also sie ist sehr viel mehr als bei der Essence und für mich zufriedenstellend von der Deckkraft her, also wird sie wahrscheinlich auch wirklich gut sein, die Deckkraft. Das Problem aber, was ich damit habe, ist leider, dass ich schlechte Haut davon bekommen habe. Also ich habe sie wirklich dann 2, 3 Wochen lang benutzt, weil ich so begeistert war von der Deckkraft. Und dann, ja, ist es leider passiert, dass meine Rötungen, die ich an den Wangen immer habe, dass sie richtig ja dunkel geworden sind, fast lilafarben. Und ja, schade für mich, dass ich sie leider deswegen nicht mehr benutzen kann, aber ich kann sie wirklich trotzdem weiterempfehlen. Von Haltbarkeit und von der Deckkraft finde ich sie wirklich gut. Ja. Dann kommen wir schon zur Nivea BB Cream, von der ich leider sehr enttäuscht bin. Ich benutze nämlich normalerweise sehr viel Nivea Gesichtspflegesachen und da bin ich wirklich immer sehr begeistert von. Ich vertrage sie super gut und habe nie Hautirritationen bekommen. Und dann habe ich mich also wirklich sehr gefreut auf die BB Cream von Nivea. Die kommt mit Lichtschutzfaktor 10. Ist schon wenig, finde ich. Und ich habe sie in der Farbe hell. Sie gibt es nur noch mal in einer anderen Farbe, mittel bis dunkel. Und ja, das Problem ist, dass diese Farbe hell einfach nicht meinem Hautton entspricht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie ja einfach nicht deckt. Und ich finde, sie macht auch noch nicht mal ein ebenmäßigeres Hautbild, so wie die von Essence, die auch nicht deckt, beziehungsweise weniger deckt. Also die deckt noch weniger. Und ja, von daher bin ich sehr enttäuscht davon. Ich kann damit nichts anfangen. Sie hat wenig Lichtschutzfaktor, sie deckt nicht und ich glänze danach auch sehr, wenn ich sie dann aufgetragen habe. Von daher ja, ist sie für mich einfach ein absoluter Flop. Das Einzige, was gut an ihr ist, ist der Geruch. Das riecht sehr frisch nach Nivea, aber das bringt mir letztendlich leider auch nichts. Als nächstes kommen wir zur Astro BB Cream. Der habe ich ja eigentlich schon ein extra Video gewidmet, aber ich mache jetzt einfach nochmal ein kleines Update, weil sich doch ein bisschen was geändert hat. Und zwar kommt sie mit Lichtschutzfaktor 25 und ich habe sie in der Farbe 100 Ivory. Also die Konsistenz ist dickflüssig, genauso ähnlich ja, wie die von Catrice. Und die Deckkraft finde ich auch gut. Auch so ähnlich wie, ja, eigentlich mit der Catrice vergleichbar. Das Problem für mich ist im Moment die Farbe. Also ich finde, die Farbe 100 Ivory hat so einen sehr hell roséfarbenen Unterton. Und das wirkt auf meine Haut sehr fahl. Also es macht mich gräulich. Und das passt im Moment natürlich überhaupt gar nicht, da ich jetzt gebräunt bin. Und dann sehe ich extrem, ja, extrem fahl aus, so grau im Gesicht, als wäre ich krank. Und deshalb benutze ich sie jetzt nicht mehr. Aber sie ist wirklich schon gut benutzt. Also sie ist schon fast leer. Ich glaube, am meisten benutzt von allen. Und ich kann sie empfehlen, wenn es die passende Farbe ist. Für mich im Moment leider eben nicht. Als nächstes kommt die P2 BB Cream. Die kommt mit Lichtschutzfaktor 15 und ich habe sie in der Farbe 010. Von der Konsistenz her ist sie flüssig. Sie ist noch ein Ticken flüssiger als die von Essence und das ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich schon sehr oft zu viel genommen habe und der Rest war dann leider für den Müll. Aber sie ist nicht schwierig zu verblenden. Also das ist kein Problem. Und sie verschmilzt so wunderschön mit der Haut. Also das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und ich finde die Deckkraft auch wirklich gut. Also ich bin zufrieden mit der Deckkraft. Und
ja, sie verschmilzt halt so toll mit der Haut und ich habe schon oft von ja, Leuten gehört oder die Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwas auf dem Gesicht habe, ob ich im Moment Make-up trage. Und da hatte ich diese hier drauf. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Kompliment für diese BB-Cream. Das einzige Problem, was wahrscheinlich für dich bestehen wird, ist die Farbauswahl. Also das ist wie gesagt die Nummer 010. Die Farbe, die passt mir im Moment wirklich perfekt. Und da ich jetzt nicht der hellste Hauttyp bin, gehe ich mal davon aus, dass es für dich vielleicht schwierig werden kann, wenn du ein bisschen heller bist. Ja, das wäre wirklich sehr schade, weil ich die von Konsistenz und Haltbarkeit und Deckkraft wirklich super schön finde. Sie macht so ein wunderschönes Hautbild. Ja, also ich bin wirklich super zufrieden damit. Dann kommen wir auch schon zur letzten BB-Cream. Das ist die hier von Manhattan. Die habe ich mir jetzt nochmal extra geholt für diesen großen BB-Cream-Vergleich. Die kommt mit Lichtschutzfaktor 25 und ich habe sie in der Farbe heller bis mittlerer Hauttyp. Also von der Konsistenz ist sie wieder dickflüssiger, so wie die von Catrice. Und von der Deckkraft her finde ich sie mittelmäßig. Also da ist sie nicht schlecht, da ist sie aber jetzt auch nicht super gut. Das Problem, was ich mit der habe, ist das Verteilen auf der Haut. Also ich finde, sie verschmilzt nicht sofort mit der Haut, sondern sie legt sich erstmal drauf, so wie eine ja, Silikonpaste. Und das wird natürlich dann schwierig, sie zu verteilen. Also egal, ob mit Fingern oder mit den mit Pinseln, das ist wird irgendwie so ein bisschen streifig. Aber nach, ich sag jetzt mal so 30 Sekunden, hat sie sich dann doch erbarmt und hat sich mit meiner Haut verschmolzen. Und dann finde ich das Hautbild auch recht hübsch, also annehmbar. Also ich finde sie okay, sie ist mittelmäßig. Haltbarkeit ist gut, also sie hält bis zum Abend auf jeden Fall durch. Natürlich geht ein bisschen was ab, das ist ja bei jeder BB-Cream oder Foundation normal, sage ich jetzt mal. Und ja, also ich bin jetzt nicht supermäßig begeistert von ihr. Sie ist okay, sie ist Mittelmaß. Ja. Also mein Favorit aus diesem ganzen BB-Cream-Vergleich ist einfach die von P2. Sie macht ein wunderschönes Hautbild und die Deckkraft, da bin ich auch super zufrieden mit. Was sie aber macht, das habe ich eben vergessen zu sagen, ist, sie kriegt so ein bisschen in die Falte hier, in der Nasenfalte. Aber das verzeihe ich hier einfach, weil der Rest einfach so super toll ist und einfach an positiven Kriterien überwiegt. Und dann mache ich halt eben ab und zu mal diesen und dann ist es auch gut. Also das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Also für mich auf jeden Fall der Testsieger, aber du musst dann natürlich eben mit der Farbe einmal gucken, ob das passt. Das war's. Das war der große BB-Cream-Vergleich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich denke, ich habe jetzt wirklich fast alle BB-Creams aus der Drogerie durch. Und ja, ich werde das Thema Drogerie BB-Cream jetzt auch abschließen. Ich habe meine Lieblings-BB-Cream gefunden mit der P2. Aber ich habe gesündigt. Ich habe nämlich mir jetzt eine High-End-BB-Cream geholt. Von der habe ich wirklich unglaublich viel Gutes gehört. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie den Preis wert ist, den ich gezahlt habe. Und ob sie diese BB-Cream aus der Drogerie, meine jetzige Lieblings-BB-Cream, in den Schatten stellen kann. Das möchte ich hoffen, denn sie war sehr viel teurer. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann.